Hallo, hallo, hier ist die Jutta von Funkelkram. Schön, dass du da bist. Heute geht es also los mit den Elfenjournalen und es wird eine ganze Serie geben mit ganz vielen verschiedenen Elfenjournalen in ganz unterschiedlichen Stilrichtungen. Heute geht es aber los mit dem Tagebuch einer Elfe. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, wenn ich eine Elfe wäre und ich hätte ein Tagebuch, wie müsste das aussehen und was müsste das beinhalten? Vor allen Dingen müsste das sehr, sehr süß sein. Und ich glaube, das ist genau das hier. Das ist also sehr vintage und sehr lieblich von den Farben her. Und naja, ich zeige es euch jetzt einfach mal. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Das ganze Journal ist komplett in Leinen eingebunden, den ich also mit Farbe bearbeitet habe und gerupft bis zum Umfallen, damit ihr diese schöne Patina bekommt. Ich fange mal hinten an. Da kann man das ein bisschen besser sehen. Dann habe ich Spitzen draufgeklebt und das ist tatsächlich alles mit Stempelfarbe eingefärbt. Hauptsächlich mit diesem Seedless Preserves und mit Wilted Violet. Das waren die Hauptfarben. Das habe ich auch als Spray benutzt. Hinten habe ich eine kleine Collage drauf gemacht und dann sind das hier diese schönen Blümelein aus unserem Maulbeerpapier. Die gibt es ja auch bei uns im Shop und die passen natürlich farblich perfekt. Also das schrie ja quasi danach. Hier hinten habe ich einfach die Leinenstreifen, die ich noch über hatte, so drüber geklebt. Und dann habe ich hier so, das sind so Stoffblätter, weiß der liebe Himmel, wo die her sind, aus irgendeiner Bastelkiste gezogen. Das sieht fast aus wie Ostergras, ist es aber gar nicht. Das ist ein Faden von der Sari-Seide hier. Ja, und dann habe ich die Blümchen da reingesteckt. Und die sind auch aus Stoff, die sind nicht aus Papier. Von irgendeiner Bastelei übergeblieben und damit es ein bisschen fluffig wird, habe ich gleich noch ein bisschen Federn dahinter gepackt. Also ich habe wirklich, ich halte es mal so rum, dann sieht man es besser, die ganze Palette auf dem Journal untergebracht. Gebunden habe ich das so, dass das hinten diese Rundungen hat. Also da ist so eine halbe Küchenrolle drauf gebastelt. Ich brauchte diese Lücke, damit ich den Zauberstab da unterbringen kann. Dazu gibt es ja schon ein Tutorial, den Link mache ich dir unten drunter, wie man diese Zauberstäbe macht. Super einfach. Und der muss ja irgendwie hier untergebracht werden, also kann man den einfach da hinten schön reinschieben. Ich nehme den aber jetzt raus, damit er beim Blättern nicht kaputt geht. Und hier habe ich dann noch ein schönes Bimselbamsel zusätzlich dran. Das habe ich diesmal an einem Lesezeichen festgemacht. Das ist das Lesezeichen mit dem süßen kleinen Kolibri, weil Elfen sind ja Naturgeister und die sind in Feld und Wald unterwegs und deswegen gehören für mich Elfen und Blümchen und Insekten und ja, solche Sachen, das gehört für mich alles zusammen. Blümchen natürlich sowieso. Und hier habe ich noch so eine Tüte mit solchen Buchstaben. Die gibt es beim Teddy, glaube ich, für 1 € oder so. Also ich habe noch ein paar ausgegraben und da steht einfach drauf Feenstaub. Und dann habe ich da noch ein paar süße Perlchen, Sternchen und hier, das ist so ein, ja, das erinnert so ein bisschen an Mondstein, ist aber keiner, so opake kleine Glasschliffperlen dran gemacht. Das habe ich alles einfach mit diesen runden Sicherheitsnadeln an der Sari-Seide festgemacht, weil das am einfachsten war. Mal gucken, hier haben wir dann noch die Blümchen. Ich hatte ja versprochen, dass ich diese Blümchen ranschaffe. Die gibt es jetzt bei uns im Shop. Und es wird demnächst irgendwann, mal sehen, wann ich dazu komme, auf jeden Fall auch noch eine Anleitung dazu geben, wie man diese kleinen Anhängerchen und vor allen Dingen, wie man Elfenschmuck damit bastelt. So Ketten hatte ich ja schon auch mal hier gezeigt und haben wir auch verkauft. Und das werde ich euch also genau zeigen, wie man das am besten macht. Ich glaube, diese Anhänger zusammen zu basteln ist noch gar nicht das Problem. Bei den Ketten ist immer, wenn da so viel Tüdelüt dran ist, die Frage, wie kriege ich das Design cool hin, dass das schön liegt und dass zwar viel dran ist, aber nicht zu viel, dass man es gut haben kann. Jetzt ist auf dem Cover, das ist auch einfach eine wilde Collage, Wellpappe eingefärbt, wie man sieht, bisschen alte Buchseite, dann einfach ein Teil aus diesem Papierset rausgerupft. Verschlossen habe ich es mit einem ganz normalen Hosengummi. Das habe ich auch mit den Stempelfarben einfach lila eingefärbt. Und das sind unsere Elfentüren. Die Anhänger, die gibt es bei uns im Shop. Die haben normalerweise da oben noch eine Öse, denn das ist das Besondere an den Anhängern, dass die eine Öse und kleine Löcher haben, dass man die sowohl in ein Armband fädeln kann oder an eine Kette hängen. Ja, oder man kann sie aufnähen. Dadurch, dass die eben, ich komme mal ganz nah ran, sieht man das? Ja, ne? Dadurch, dass sie rechts und links auf beiden Seiten diese Löcher haben, kann man die einfach annähen. Und dann sieht es aus wie winzige kleine Scharniere. Das ist übrigens mein Design. Die habe ich entworfen, diese Elfentüren. Die wurden also von mir, ja, entworfen und dann produziert für uns. Das ist ein richtiges Funkelkram-Design. Ich mache das jetzt mal hier weg.
so. Und bei der Elfe, die Flügel, hatten wir ja jetzt bei uns im Sortiment auch diese ganz zarten kleinen Organza-Flügelchen. Ich versuche das mal umzuklappen, dass man das so ein bisschen sieht, die man wunderschön beglitzern und dann einfach ankleben kann. Die sind jetzt im Moment gerade ausverkauft, der Nachschub ist aber schon unterwegs, der kommt diese Woche auf jeden Fall noch hier an. Und da habe ich dann auch noch mal ein bisschen Feder drauf gemacht, weil ich irgendwie fand, dass das fluffig sein muss. Und diese Flügelchen, die sind also ein ganz, ganz feiner Organza-Stoff, der bestempelt ist mit oder bedruckt vielmehr mit diesem Flügelmuster. Und das ist Handarbeit, ne? Also die werden komplett in Handarbeit hergestellt. Es gibt keine Maschine, die diesen Stoff so ausschneiden kann. Und ich war da also mega beeindruckt, wie ich dieses Material gefunden habe und mich dann damit beschäftigt. Was ist denn das überhaupt? Und dann eben gelernt habe, dass das wirklich komplett in Handarbeit gemacht wird. Fand ich total irre. Ich stelle mir also vor, dass ich da jetzt sitze und hunderte von diesen winzigen kleinen Flügelchen ausschneiden muss. Ich glaube, ich würde bekloppt werden. Kann ich also immer nur bewundern, dass Menschen solche Arbeit machen. Total irre. Na gut, dann legen wir mal los. Schauen wir hinein ins Büchlein. Vorne habe ich wieder meinen geliebten Dokumentenfolder reingemacht. Das ist im Moment eins von diesen Dingen, ohne das kann ich jetzt gerade nicht. Das kennt ihr bestimmt auch, oder? Wenn ihr so am Basteln seid, dass man dann immer so auf dem Trip ist und so bestimmte Dinge dann wie verrückt bastelt. Und dann geht das wieder so ein bisschen in den Hintergrund und dann ist was anderes dran. Hier habe ich erstmal ein schönes Ausmalbild aus einem Malbuch von der Selina Finnick reingemacht. Dann ist da ein bisschen Reispapier, einfach eingefärbtes Papier, ein Notenblatt. Das habe ich überklebt, habe da den Elfensticker drauf gemacht. Da war so eine Tänzerin drauf, aber ich habe gedacht, das passen wir jetzt elfentechnisch einfach mal an. Und hier dann dieses schöne Butterbrotpapier einfach gefärbt und gestempelt. Super simpel und im 0, nichts gemacht. Machen wir das Ganze wieder zu. Natürlich kann man das ausklappen. Dann habe ich hier eine kleine so eine Pocket. Das ist eine Stanzschablone, die hatten wir auch bei uns im Shop. Die war von Tim Holz. Das weiß ich tatsächlich im Moment gar nicht, ob wir die noch haben. Kommt sie wahrscheinlich wieder, wenn sie ausverkauft ist. Und das ist halt mega praktisch. Aber man kann das tatsächlich auch selber machen, wenn du dir einfach eine Karte nimmst und die ausschneidest und mit einem Lineal ein paar Linien drauf machst und mit einem Präzisionsmesser zurechtschneidest. Das geht relativ einfach zu machen. So eine Stanzschablone ist natürlich fein, pure Faulhaut. Faulheit, langsam, ich muss langsamer reden, pure Faulheit, die zu verwenden. Ach so, ja, das sind die aus unserem Booklet natürlich, die Ephemera-Teile, die ich verwendet habe. Und das habe ich mit Stempelfarbe eingefärbt. Deswegen gefällt mir dieses Booklet so gut, weil das so neutral ist. Und du kannst es ja wirklich in jede Richtung dann noch beglitzern und anmalen und alles draus machen, was du möchtest. Und ich war echt faul. Ich habe wirklich einfach nur mit diesen Stempelwischern ganz grob darüber gewischt, weil ich das nicht im Detail ausmalen wollte. Aber das könnte man natürlich auch, ist ja gar keine Frage, mit Filzstiften oder mit Buntstiften das in jede Richtung dekorieren, wie man es gerne möchte. Dann geht es hier schön mit dem wunderschönen Papier los. Und ich habe gar nicht kombiniert mit anderen Papiersets. Also vielleicht, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so genau, ist der eine oder andere Zettel aus meinen Resten drin, aber ich habe jetzt nicht gezielt mit irgendeinem Papierset das Ganze kombiniert, sondern ich habe einfach genommen, was hier noch so unterwegs war, weil ich finde die Elfen so, so schön, dass ich denke, es ist eigentlich gar nicht nötig, die großartig zu kombinieren. Die sind einfach nur hübsch und die sollen für sich wirken. Ein bisschen unterstreichen natürlich mit Firlefanz. Hier ist ein Ex-Libris-Aufkleber, da darf der neue Besitzer seinen Namen reinschreiben. Und ich habe natürlich zum Thema Elfen auch unendlich viel Kram, weil das einfach so ein Lieblingsthema von mir ist. Ich habe unter anderem diesen Stempel, von dem ich nicht den Hauch einer Ahnung habe, wo ich den her habe. Aber da steht so schön drauf, Handmade by. Und dann konnte ich natürlich das Buch auch gleich signieren. Das sind einfach Glanzbildchen mit Tortenspitze. Platz zum Schreiben muss ja auch da sein, gar keine Frage. Und dann einfach so ein bisschen kollagiert und ein bisschen mit der Schablone gearbeitet. Ja, das ist dann jetzt dieser süße Stempel und ich finde die so niedlich. Ich könnte den ganzen Tag hier sitzen und könnte diese Karten ausmalen und beglitzern in allen Farben, weil die einfach so putzig sind. Das macht irgendwie sofort gute Laune. Ja, und das ist irgend so ein Briefpapier, was ich aus irgendeiner Schublade ausgegraben habe. Ja, ich habe ein paar von diesen Stanzen, die man hier so an den Rand dran legt. Ich meine, die waren von Marians Design und ich weiß, dass ich die auf der Messe mal gekauft habe. Und da hatten die verschiedene Motive mit Elfen und ich habe, also ich weiß nicht, drei, glaube ich. Und die kommen dann jetzt auch endlich mal wieder zum Einsatz. Die habe ich schon sehr lange
und sehr, sehr wenig benutzt, aber ich finde sie einfach wunderschön. Wir haben die nicht bei uns im Shop. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Da müsste ich mich mal hinterklemmen und müsste mal gucken, ob man die überhaupt noch kaufen kann, weil ich die, wie gesagt, schon eine ganze Weile habe. Ja, dann Transparentpapier, ein bisschen gestempelt, ein paar Sticker, einfach ein bisschen kurze Seiten. Ne? Das ist ja immer beim Junk Journal das Schöne. Wir haben große Seiten, wir haben kleine Seiten, um da Abwechslung reinzubringen. Dann unsere neuen Basic-Stempel, die Roland ja so wunderbar gemacht hat mit dem Karo-Muster, damit man ein bisschen Linienführung hat. Außerdem passt das gerade. Da habe ich mit Tee gearbeitet beim Einfärben und ich habe flüssige Aquarellfarben, flüssige Wasserfarben im Prinzip. Da gab es auch mal so ein Set beim Action und ich fand die Farben nicht besonders gut. Also ich habe da nicht, ich habe da keinen Draht zu. Wie soll ich denn das jetzt ausdrücken? Ich glaube gar nicht, dass das an den Farben liegt. Ich glaube, das liegt an mir. Dass ich da irgendwie, das ist nicht mein Ding. Und jetzt nehme ich die immer ab und an und dann kippe ich einfach ein bisschen in den Tee rein. Und das war eigentlich ein Braunton und das ist irgendwie sehr orange geworden, warum auch immer. Aber ich fand die Farbe ganz toll. Also es hat so einen Lachscharakter irgendwie. Ja, und dann wild mit der Schablone drauf gearbeitet. Und da muss man dann halt experimentieren. Und wenn ich Papier färbe, ist mir das auch relativ wurscht. Ich kippe dann immer wild alles Mögliche in den Tee. Und dann sehen wir ja, was bei rauskommt, weil ich eigentlich ja gar nicht vorhabe, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, sondern ich überlasse es sehr gerne dem Zufall und freue mich dann über das, was kommt. Das ist auch so ein schönes Bild, ne? Ich finde, die ist so wunderschön. Die hat für mich sowas komplett Überirdisches, diese Elfe. Ja, und dann haben wir ja diese großen DIN A4 Folder, Prägefolder, die habt ihr euch gewünscht. Da haben wir mal bei irgendeiner Verlosung die Umfrage gemacht, was fehlt im Shop. Und da kam das ganz oft, dass mir ganz viele gesagt haben, es ist so schwer, an diese DIN A4 Folder ranzukommen. Und da habe ich dann mal ein paar besorgt, testmäßig, um zu gucken, wie das so ankommt, ob ihr die mögt und wenn ihr die gut findet und wenn das gut läuft, dann gucke ich natürlich, dass ich da noch mehr von bekomme. Hier habe ich dann jetzt tatsächlich von den süßen kleinen Flower Fairies so ein paar Lackbildchen. Die hat mir Roland mal geschenkt. Ich meine, die hat er, keine Ahnung, ich glaube bei eBay hat er die ergattert oder was. Auf jeden Fall kam er irgendwann ganz stolz an und hat mir einen Umschlag hingelegt, wo ganz viele von diesen Flower Fairies Glanzbildchen drin waren. Und fand ich also total niedlich, dass er sich da hinsetzt und wirklich sowas für mich ersteigert. Ja. Ja, das ist einfach eine Büroklammer. Ne? Also das ist noch nicht mal ein Hidden Paper Clip, das ist einfach nur ein Paper Clip. Und hier drüben habe ich die dann kurzerhand, ich nehme die mal raus, die ganzen Teile, die gucken wir uns gleich an, habe ich einfach ein paar Schlitze ins Papier gemacht und von hinten halt ein bisschen festeres Papier gegengeklebt, also ein bisschen dickere, ich weiß nicht, das ist glaube ich so ein 180er Papier oder so, damit das gut hält. Und so habe ich dann einfach Einstecktaschen. Hier kann man dann noch schön drauf schreiben, kann man gut variieren. Das ist einfach ein Tag mit dem putzigen Baby, was man sofort mal abknutschen und knuddeln möchte, finde ich. Ne? Wenn man den da so sitzen sieht, den kann man doch gar nicht sitzen lassen. Den muss man doch gleich mal auf den Arm nehmen, den kleinen Kerl. Und hier habe ich dann aus dem Booklet, aus dem Vintage-Elfen-Booklet, ja diese Tags genommen und da habe ich ein Mini-Büchlein draus gemacht. Ganz super simpel. Aber das habe ich ja vorgestern, am Freitag in dem Video-Tutorial, habe ich ja sowas zusammengebastelt vor der Kamera, obwohl man da jetzt auch keine Anleitung für braucht. Da muss man ja jetzt wirklich kein Genie sein, um diese Büchlein herzustellen. Ein kleiner Umschlag. Und da ist auch nochmal eine Karte gedruckt. Und die habe ich jetzt mal nicht ausgemalt. Ich habe gedacht, da darf sich dann der neue Besitzer von diesem Journal hier dran austoben. Ach ja, und da kommen sie, die Oma und der Opa. Das ist auch so eine herzerweichende Seite, finde ich. Die sind so, so süß. Und ich möchte immer noch wissen, was die Kleine dem Opa erzählt. Und ich finde es so schön, dass er sie so ernst nimmt. Ganz toll. Meine Tochter, als sie noch ganz klein war, war also auch Opa war der Allergrößte. Und wir hatten mal eine so eine süße Situation. Da hat sie abends auch bei ihm auf dem Schoß gesessen und hat ihm also mit ihm das Leben besprochen, ne? So wie Kinder das so machen, wenn man so eine Vierjährige auf dem Schoß hat, ist ja immer herrlich, ne? Was die einem so erklären. Und dann hat sie ihn ganz doll gedrückt und sagt so, Opa, du bist meine beste Freundin. Und da lachen wir heute noch drüber. So, ne? Sie ist ja nun inzwischen sehr erwachsen und immer noch, auch bei Geburtstagen und so weiter, dann kommt immer die Frage, hast du auch deine beste Freundin eingeladen? Ja, selbstverständlich hat sie das. So, einen freut den Opa auch. Der hat da auch immer noch Späßchen dran, dass er die beste Freundin ist. So, das sind unsere Lesezeichen. Ne? Die sind ja auch in dem Booklet. Einfach mal ausgeschnitten und zusammengeklebt. Und das finde ich halt auch so eine ganz süße Spielerei, die dann einfach mal hier oben so macht doch was her, oder? Wenn man so ein Journal in der Hand hat.
Ich finde, hier werden wirklich so, der Spieltrieb, der wird so dermaßen bedient, das ist einfach nur fantastisch. Huch, jetzt muss ich gucken, wo ich war. Aber dafür hat man ja ein Lesezeichen, dass man die Seite dann an der richtigen Stelle wieder aufschlagen kann. Ja, und die Signaturen hier habe ich tatsächlich einfach nur mit Band eingebunden. Die sind nicht so ganz so fest, die sind ein bisschen locker. Wenn das nicht fest genug ist, der Person, die das Journal bekommt, kann man das ja auch ganz einfach aufmachen und nochmal fester einbinden. Aber ich fand halt, weil das Journal ist ja sehr, hier sieht man, das ist sehr dick und da ist unheimlich viel Kram drin und ich glaube, man kann an den Seiten besser arbeiten, wenn man da vor allen Dingen stempeln will und sowas alles, wenn man die rausnimmt, die Signaturen. Darum habe ich das so gemacht. Hier kommt jetzt gleich so eine Stelle, wo klar ist, warum das so hubbelig ist, weil da überall sowas steckt. Also ein kleiner Kaskadenblock, das haben wir jetzt auch ausgiebig schon gezeigt und gesprochen. Und das ist halt eben einfach der Umschlag, die zweite Seite. Ne? Moment. Und da habe ich den einfach reingesteckt in den Briefumschlag. So, kurz und simpel. Und diese schönen Lackbildchen bei uns aus dem Shop. Und auch hier habe ich wieder Schlitze reingemacht in das Papier. Einfach damit man da noch zusätzlich ein bisschen was Schönes unterbringen kann. No? Rein ins Lavendelfeld mit euch. Ja, und dann die Kleine mit dem Zauberstab. Ja, das ist ja bei diesem Set, bei dem Stempelset, ist ja der Zauberstab und der Feenstaub dabei. Und das kann man eben einfach zusammenstempeln. Das ist ja kein Problem. Ich glaube, dass das ein Stempel ist. Der ist also auch für Kinder, glaube ich, ganz toll. Wenn man so einen Kindergeburtstag macht oder sowas, könnte man ja auch mal Karten gestalten. Und hier habe ich auch die Lesezeichen, aber weil die ja die Pilze so sind, das könnte man auch oben reinstecken, gar keine Frage, dass man so von oben drauf guckt. Aber ich fand das schöner für die Seite. Und da habe ich einfach einen Streifen genommen mit zwei Mini-Breads und habe mir so einen kleinen Einschub gemacht, damit ich das an der Seite fixieren kann. Ach ja, das Pixie-Klo. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann das mal nicht mehr lustig finde, aber es ist nach wie vor so, jedes Mal, wenn ich das sehe, muss ich lachen, weil ich das einfach Roland wieder, ne, so herrlich finde, dass der mal eben kurz die Elfe auf den Pott setzt. Ja, dann nochmal diese schönen Bilder einfach von den Flower Fairies. Und die haben halt jetzt farblich so perfekt dazu gepasst. Und da habe ich auch alles zusammengesammelt, was irgendwie farblich harmonisch ist. Die Blumen hier zum Beispiel, die sind aus dem Casa Granda heißt das, glaube ich, von Stemperia, ist das ein Die-Cut. Der lag hier noch so rum. Und ich verwende eigentlich relativ wenig Gelb, aber hier zu diesem Vintage passt es dann wieder ganz hervorragend. Ja, und hier ist auch wild einfach Washi-Tape draufgeklebt, gestempelt, schabloniert. Da habe ich alles benutzt, was irgendwie die Palette so hergibt. Nochmal so ein schönes Rosenbild von diesen Glanzbildchen. Und da passte natürlich dann hier unser wunderschöner Sticker. Das passt auch wieder farblich alles perfekt zusammen. Und trotzdem haben wir genug Platz, um noch zu schreiben und zu gestalten. Und das soll ja auch so sein. Auch hier einfach die Linien drauf gestempelt für ein paar richtig schöne Elfengeschichten. Da habe ich das Blatt einfach so mit reingesteckt. Das hatte ich noch ein bisschen über. Und dann gedacht, vielleicht will ja irgendjemand diese Seite lieber verwenden. Wer weiß das schon. Ich tue es einfach mal hier mit rein. Und da auch wieder Buchseite, einfach ausgeknipst, ein kleines Glanzbildchen drauf und schon hat man wieder eine wunderschöne Deko. Und natürlich ein Doodle-Stempel, auf dem noch ganz viel gemalt werden könnte. Da kann man ja noch unendlich viel weiter dudeln. Das haben wir mit Absicht eigentlich auch so gemacht. Also ich kritzel ja sowieso immer solche Sachen so zusammen. Sowas mache ich vor allem, wenn ich so telefoniere oder so WhatsApp-Nachrichten abhöre. Und dann sitze ich oft da mit dem Block und kritzel so rum. Ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich mit den Händen beschäftigt bin. Auch wenn ich Hörbücher höre. Die einen sagen immer so, ich kann beim Basteln kein Hörbuch hören. Da höre ich nicht zu, wenn ich beschäftigt bin. Bei mir ist es genau umgekehrt. Wenn ich also die Hände nicht beschäftigt habe und ich sitze nur da und mache einfach gar nichts und höre zu, dann schweifen meine Gedanken ständig ab. Wenn ich mit den Fingern irgendwie am Wursteln bin, dann kann ich mich voll und ganz auf die Geschichte konzentrieren. Also ist schon interessant, auch wie unterschiedlich Menschen da so ticken. Ne? Ja, die zweite Signatur, die fängt jetzt hier mit dem schönen Butterbrotpapier an. Und das ist, glaube ich, entweder, das ist im Basic-Papier-Set mit drin und, glaube ich, auch im Herbstpapier. Wir haben ja auch so ein Herbstset, was sich übrigens auch ganz wunderbar kombinieren lässt. Ja, und da musste meine kleine Freundin mit ihrer süßen Zahnlücke, musste natürlich hier drauf, ne? Wenn man schlechte Laune hat, muss man sich diese Babys angucken. Man kann nicht. Man kann nicht stinkig sein und diese Bilder angucken. Es funktioniert einfach nicht. Dann habe ich hier einfach noch ein paar kurze Blättchen mit eingebunden, damit wir hier nochmal so ein kleines Heftchen haben. Und hier, das ist ja im Prinzip das Titelbild, unbearbeitet.
nochmal dazu. Ne? Für die Anfänger eine Seite einfach mal durchschneiden und dann ein bisschen was extra einbinden und du siehst, wie interessant dein Journal dadurch wird. Ne? Dass das eben hier nicht genauso viele Blätter sind wie hier, sondern dass man das einfach alles mal so ein bisschen versetzt. Und unser schöner Stempel mit der Schrift und den Klecksen. Ach ja, und hier die drei Grazien. Das sind doch auch so, die erinnern mich so richtig früher an die Schule. Wir sind auch immer zu dritt. Ich hatte also auch zwei Freundinnen, wir waren so ein Kleeblatt und sind dann immer Arm in Arm über dem Schulhof und haben also rumgekichert und gespielt und uns irgendwelche Geschichten erzählt. Und das scheint bei den Elfen auch nicht anders zu sein. Und hier haben wir dann noch dieses schöne Traumschloss mit der Elfenprinzessin. Ein bisschen verwunschen. Bisschen märchenhaft. Ja, und da hatte ich so einen Anfall. Es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Fairytropia. Und das ist auch von der, muss jetzt den Namen richtig sagen, Cicely Mary Barker, die Flower Fairies gemacht hat. Und da habe ich knallhart diese Idee geklaut. Da ist nämlich auch so eine Seite drin. Eine Tür, die man aufmachen kann. Tada! Und da ist die Wäscheleine. Seht ihr das? Die Klamotten. Ja, irgendwo müssen die Elfen ja auch mal ihre Kleider waschen. Und ich habe so kleine Sticker, das sind eigentlich alles so 50er-Jahre-Ladies in so einem Stil. Ich weiß nicht, die hat mir eine Freundin geschenkt, die so Rockabilly-mäßig unterwegs ist. Und dann habe ich da überall die Arme, die Köpfe, die Füße, habe ich alles abgeschnitten. Ich habe nur die Klamotten verwendet, weil ich brauchte ja was so klein ist, dass es hier reinpasst. Ne? Und hier sind die kleinen Mädchen mit ihrem Elfenpuppenhaus. Und dann habe ich gedacht, so, die hängen dann ihre Puppenkleider auf die Leine am Waschtag. So. Machen wir nochmal zu. Ne? Einfach hier Papier zum Reinstecken, also... Das muss ja nicht großartig was halten, das muss man ja nur verschließen können. Und dann geht's auf. Tada! Ist cool, oder? Es ist ein bisschen doof, weil der Hintergrund so dunkel ist. Ihr könnt es gerade gar nicht richtig sehen. Ich bin gerade schon am Suchen. Habe ich hier was Helles? Ja. Ich leg das mal dahinter. So. Man sieht es halt nur vor der Kamera nicht. In echt ist es überhaupt gar kein Problem. Da erkennt man das sofort. Jetzt kann man es erkennen, ne? Dass da die Klamotten alle schön auf der Leine hängen. Und die Schnur habe ich hier wirklich nur rechts und links reingeklebt. Man muss halt gucken, dass man das so macht, dass ein bisschen Spannung drauf ist. Ne? Also nicht komplett aufklappen und dann einkleben, dann gibt das nichts. Ist sehr, nicht sehr raffiniert, aber lustig. Und ich habe das in diesem Buch gesehen und fand das so witzig. Da habe ich gedacht, ich möchte das unbedingt in mein Elfenjournal integrieren. Viel Platz zum Schreiben natürlich, das ist ja super wichtig. Und da auch noch mal eine kurze Seite, die man eben benutzen kann. Ja, dann würde man vielleicht einen Stempel überkleben, aber da könnte man gut noch eine Seite einfügen. Oder man kann sie noch festkleben, kann noch eine Pocket draus machen. Ich will das ja auch immer so gestalten, dass die Person, die das Buch bekommt, dann noch ein bisschen Freiraum hat, ein bisschen eigene Ideen einzubringen. Hier habe ich dann ein Einhorn hingekleistert, weil wo eine Elf ist, muss natürlich auch ein Einhorn hin, ne? Und das schillert so schön. Das ist ja das Feine daran, deswegen liebe ich diese Papiere so, weil man so dieses innere Kind so schön ausleben kann. Und hier auch, ich finde dieses Bild, was also wirklich eine ganze Geschichte erzählt. Wenn das mein Journal wäre, dann wäre ich als allererstes dran, das hier alles voll zu glitzern. Überall diese hellen Punkte, da würde ich überall Glitter drauf machen. Das wäre so meine erste Amtshandlung, wenn ich dieses Journal bekommen würde. Ist ja aber nicht klar, ob die neue Besitzerin oder der neue Besitzer von diesem Journal Glitzer überhaupt mag. Also lasse ich das mal schön bleiben und hau das mal nur so als Idee raus, damit das dann so gestaltet werden kann, wie die Person das eben auch am liebsten hat. Ja, dann nochmal eine große Tasche und das sind jetzt einfach Stamperia-Reste, die ich noch hatte. Fand ich auch, dass das farblich so schön zusammenpasst. Also habe ich das da alles mit reingewurstelt. So, und kann man dann auch aufklappen. Und ihr seht schon, das ist auch wieder super simpel. Das ist einfach eine kurze Seite eingebunden, dann hier was dran geklebt. Ja, und dann einfach auf die andere Seite nochmal. Und das ist so dieses Hin und Her, was eben diese Sachen dann immer so interessant macht. Ja, da braucht man gar nicht viel können, weil ich kriege das so oft von den Anfängern so zu hören, dass sie sagen, ja, und das ist alles so kompliziert. Sag ich, nee, das ist überhaupt nicht kompliziert. Die meisten Dinge sind sogar super simpel, die also so super effektiv sind hier. Man muss da nur mal ein bisschen um die Ecke denken. Ne? Hier klappe ich dann einmal hoch und hier klappe ich einmal zur Seite. Ja, und das macht das Ganze ja so spaßig. Also keine Hemmungen. Klebt die Dinge alle irgendwie wild zusammen, dass man in jede Richtung irgendwie mal rauf und runter flappen kann. Und dann sieht dein Journal schon gleich super professionell aus. Ja, das ist auch eindeutig dieses Basic-Papierset, aus dem ich dann diese Papiere kombiniert habe. Und da habe ich massenweise eingefärbt. Ich habe so Stapel von Papier, die in irgendwelchen Sets drin waren, die ich im Journal nicht verwendet habe. Und die liegen dann auf der Seite. Und wir haben inzwischen so viele, dass ich wirklich anfangen muss zu überlegen, aus welchem Set sind die denn jetzt?
Ja, das sind Sticker, die habe ich ja auch schon vor längerer Zeit. Ich glaube, die hatte ich in Holland gekauft. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, im Urlaub. Ich meine aber, dass die daher waren. Und da habe ich ja 3 Pakete oder so. Also da hatte ich richtig viel von. Und das ist super, denn da sind jetzt auch noch genug da, dass die jetzt hier nochmal schön in mein Elfenjournal mit rein können. Und die sind halt aus Plastik, also das ist, ne, das sieht man auch so, dass die so ein bisschen reflektieren. Und das ist eigentlich eine Sorte Sticker, die ich sonst gar nicht so gerne habe. Aber hier, finde ich, passt es dann mal so richtig gut. Und da ist es auch wieder so, dass die vielen unterschiedlichen Materialien das ja dann auch wieder spannend machen. Ja, das kann man auch mal machen. Da hatte ich einen Stoffstreifen über. Den habe ich kurzerhand da drüber geklebt. Und auf diesem Stoff, auf diesem Leinenstoff, kann man super stempeln. Das könnte man also auch noch ganz toll weiter dekorieren. Da kann man noch so richtig was mit anstellen. Und das hatte ich einfach abgerissen. Ja, und dann sieht man hier, sieht man den noch durch und habe das einfach auf den Leinenstreifen geklebt. Ist mal was anderes. Und ich finde so ein bisschen Grunge-Charakter, das macht schon echt was her. Ich werde irgendwann mal ein Journal machen, wo ich das ganze Journal nur mit solchen Leinenstreifen zusammenbinde. Einfach, weil mir dieser Effekt so gut gefällt. Ja, und dann hier unsere Wuchtbrumme. Die ist einfach toll. Ich finde, die ist so bildhübsch. Gefällt mir total gut. Was wir viele Kommentare bekommen haben zu den Zwölfen, dass also ganz viele geschrieben haben, sie finden das ganz super cool und richtig, dass es eben nicht immer nur diese super zierlichen sind, sondern dass es eben alte Elfen gibt und junge Elfen und dicke und dünne und so weiter. Wie im richtigen Leben halt eben. Ne? Das fand ich eigentlich schön. Vielen Dank dafür, dass ihr also mit eurer Begeisterung so mit uns geteilt habt. Das hat mir Roland so gut getan, das hat uns so viel Auftrieb gegeben, dass wir da... Ja, dass wir das wohl doch richtig gemacht haben hier. Denn natürlich haben wir uns das auch überlegt, kannst du das bringen und gibt es dann Schimpfe und so, aber überhaupt nicht. Also es ist wirklich so, ihr habt das so angenommen mit diesen Zwölfen und da habe ich mich drüber gefreut. Ich finde das also total klasse, weil ich denke, ich stelle mir das so vor, ich stelle mir so ein Elfenland einfach so vor, in dem ja genau wie bei den Menschen auch alles unterwegs ist und nicht nur lauter solche zuckersüßen, zierlichen kleinen Püppchen, sondern dass da eben einfach alles vertreten ist. Und sie hier ist doch wirklich auch eine Schönheit, muss man doch sagen. Also, nicht nur zierlich ist hübsch, auch rund ist schön. Dann haben wir hier nochmal ganz viel Platz zum Schreiben. Und nochmal den DIN A4 Folder, den Prägefolder. Und da habe ich auch einfach mit der Stempelfarbe drauf rumgehext. Und das macht so einen Spaß, ne? Ich finde, das ist so, diese Reliefs, ich bin ja so gar nicht, ich benutze meine Maschine gar nicht so viel zum Prägen und zum Schneiden. Und jetzt bei diesem Elfenjournal dann mal ein bisschen mehr und habe gedacht so, das Ding muss viel öfter mal zum Einsatz kommen. Ich habe eine Menge Material und irgendwie, ich weiß gar nicht warum, ich vergesse das dann immer, wenn ich hier sitze, dass ich ja auch noch einen Prägefolder habe, den ich dafür mal einsetzen könnte. Muss ich mir mal einen Knoten ins Ohr machen für die Zukunft. Weil das macht ja schon echt was her, das wertet so ein Journal echt auf. Ja, und hier habe ich dann so ein Tag verarbeitet, indem ich auch da einfach den Leinen hinten drauf geklebt habe. Und das muss ja gar kein richtig, das ist also Nesselstoff, das ist kein hochwertiger Leinen. Du könntest ja auch einfach T-Shirt-Stoff nehmen oder vielleicht eine helle Jeans oder irgend sowas. Ich finde, und da braucht man auch keinen Stoffstreif oder so. Das habe ich einfach richtig schön dick mit Funkelkramkleber einbalsamiert, habe den Stoff drauf gekleistert und dann habe ich den Kleber nochmal mit Wasser ganz doll verdünnt und bin dann nochmal drüber gegangen. Ging wahrscheinlich auch mit Mod Podge oder mit irgendeinem anderen Kleber, ist egal. Ich habe es halt bei dem so gemacht, weil ich diesen Kleber natürlich logischerweise habe. Und das ist ziemlich fest geworden, das Ganze. Ich bin also ganz erstaunt, wie viel Struktur das da nochmal bekommen hat dadurch. Einmal so vom Anfassen her und wie stabil die geworden sind. Und dann auch hier ganz süß eingefärbt, einfach ein bisschen rosa. Auch die Ränder, ordentlich Glitzer drauf. Und hier dann süße kleine Schmetterlinge. Die haben wir ja jetzt auch, diese Schmetterlingsspitzen haben wir ja jetzt im Shop. Och, und ich bin in die ganz verliebt. Muss ich noch ein bisschen mehr verwenden von. Hatte die jetzt gerade erst hier reinbekommen in mein Bastelzimmer, um die Text zu bearbeiten. Und habe dann gedacht so, wieso ist die mir denn hier durchgerutscht? Ich habe doch das ganze Elfensortiment, aber nicht diese herrliche Spitze. Ja, Lesezeichen natürlich, ne, mit dem schönen Schmetterling. Ich habe so das Gefühl, dass ich habe jetzt schon so viele Elfenjournal gemacht, aber ich habe so das Gefühl, ich muss mal ein knallbuntes machen. Ich bin ja doch mehr so Vintage und Ton in Ton und so richtig wüstbunt, also so richtig knallbunt, ist ja so eigentlich gar nicht mein Ding. Aber aus meinem Designteam, die Edith Nachtsheim, die hat mir ein paar Bilder geschickt von Covern, die sie jetzt gemacht hat mit diesem Elfenpapier. Und sie hat also auch wirklich keine Angst vor Farbe. Und da sitze ich dann immer davor und denke immer so, aha, also das meine ich in null negativ, sondern also wirklich erstaunen, so, das funktioniert. Ich hätte mich das gar nicht getraut, so viel Farbe zu kombinieren und da drauf zu, also drauf zu knallen, jetzt mal, ne, um das ein bisschen schnodderig auszudrücken. Und wie gesagt, das meine ich nicht negativ, sondern das meine ich wow und Respekt. Und da muss ich mich rantasten, das werde ich probieren.
weil ich das richtig, richtig cool finde und ich sowas noch nie gemacht habe. Und ich ja auch gerne mal so ein Challenge an mich selber ausrufe. Also ich denke, da wird noch was kommen. Das wird eine Weile dauern, aber ich glaube, das muss her. Da muss so ein richtiges, super buntes Journal her. Elfenschule, das Gedicht haben wir jetzt bei der Vorstellung ja schon vorgelesen. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Außerdem haben ja jetzt ganz viele das Papierset. Hab das ja zu Hause und könnte es auch selbst nochmal nachlesen. Dann haben wir ja Elfenschule eben genau hier, ne? Deswegen passt das gerade so gut. Da sitzen sie und lernen. Das ist noch ein Stück Stoff, auch was ich bekommen habe in einer Happy Mail. Da hat mir jemand ganz zuckersüßen Elfenstoff geschickt. Das war halt echt toll. Und habe ich noch ein Streifchen, habe ich noch über. Den ganzen Rest habe ich schon verwurstet. Und ja, wenn das nicht in ein solches Journal gehört, wohin denn dann? Und hier auch nochmal die schöne Stamperia-Schablone mit dem Klatschmohn, der ja nun 100 Pro zu meinen Lieblingsblumen gehört. Klatschmohn und Maiglöckchen, Gänseblümchen, Flieder und Hortensien. Das sind meine Lieblingsblumen. Ich habe fünf. Ich mag alle Blumen. Es gibt ganz, ganz wenig Blumen, die ich nicht mag. Ich sag's jetzt mal. Wahrscheinlich kriege ich gleich einen auf die Mütze, aber ich sag's jetzt mal. Ich mag keine Nelken. Nelken sind für mich Friedhofsblumen. Die finde ich, das sind die einzigen Blumen. Also wenn die in einem Strauß schön eingebunden sind und so, dann ist es okay. Aber einfach nur so Nelken, das ist nicht meine Welt, muss ich gestehen. So, und jetzt habe ich alle schockiert, die Nelken ganz toll finden. Aber es ist, wie es ist. Ne? Und es ist ja Geschmackssache. Und es darf sich ja zum Glück jeder das ins Zimmer stellen, was ihm am besten gefällt. Ja, hier haben wir dann nochmal Long Slim in Mini-Variante. Ganz ordentlich, nix guckt raus, ja, das geht auch. Also monkfrei. Nein, monkfreundlich, nicht monkfrei. Da hatte ich einfach noch den Rest und den wollte ich hier noch mit reinbringen. Also habe ich das einfach mal auf diese Weise verarbeitet. Und ich finde diesen Pilz, der eignet sich so hervorragend, um den so auszuschneiden und um da so eine Tasche draus zu machen. Passt mir jetzt nicht, muss so oben rein, damit das richtig im Journal drin steckt. So. Ja, unsere Kleine hier. Es erinnert mich irgendwann mal so ein bisschen an Hänsel und Gretel, weil das ist einmal so dieser düster Zauberwald, in dem es jetzt gerade dunkel wird und sie sitzt da so ein bisschen verloren. Und Roland meinte ja, die ist motzig. Ich dachte eher, die ist vielleicht so ein bisschen traurig oder vielleicht ist sie auch müde. Und ich kann gar nicht sagen, wieso ich immer diese Hänsel- und Gretel-Assoziation habe, wenn ich dieses Bild sehe, aber es ist einfach so. Ja, auch hier einfach nochmal Papier und Reste, alles wild zusammen. Und ich finde, das ist auch wieder so ein schönes Gesamtbild, weil das so schön grungy geworden ist. Dadurch, dass ich hier bei diesem Einfärben mit Tee, da habe ich dann den losen Tee mal genommen. Meistens färbe ich mit Teebeuteln, aber ich habe Tee, der ist schon ja, etwas älter. Tee wird ja nicht schlecht, aber der schmeckt dann einfach nicht mehr und der färbt aber noch. Und von daher nehme ich immer so einen Tee, der also schon so ein bisschen ja, das die Haltbarkeit überschritten hat. Und dann werfe ich die losen Teedinger zwischen die Blätter und dann kommt genau sowas dabei raus. Das finde ich immer ganz gut. Und das ist ja auch sehr zufällig, man weiß ja nicht, wo das jetzt genau färbt und wie dolle. Aber hier finde ich es richtig schön. Nochmal Platz zum Schreiben, das darf ja nicht vergessen werden. Das sind auch immer zwischendrin Seiten, die ein bisschen fester sind. Das ist also nicht alles nur Druckerpapier. Das ist so ein 120er, das ist ein bisschen stärker. Und falls man dann mal hier so ein bisschen vielleicht mit anderen Stiften, mit dickeren Stiften, mit Filzern oder so malen oder schreiben möchte, dann druckt sich das nicht so sehr durch. Deswegen habe ich die auch immer mal wieder mit reingenommen. Ja, sie ist auch so eine richtige Lichtgestalt, ne? Wunderschön. Und auch hier wäre ich da sofort wieder mit dem Glitzer dabei, mit den Flügeln. Weil ich ja nicht weiß, wie gut die Person, die das Buch bekommt, Glitzer findet, habe ich ja schon gesagt, habe ich mich da einfach zurückgehalten. Vielleicht muss ich auch noch ein Journal machen, was ich zuglitzer von oben bis unten. Ich sage ja, für dieses Elfenpapier, da habe ich so dermaßen viele Ideen. Ich könnte also jetzt die nächsten 3 Monate nur Elfenjournal machen. Mache ich natürlich nicht, ist ja klar. Aber einfallen würde mir dazu genug und es macht mir einen irrsinnigen Spaß. Es ist das Thema, was mir niemals langweilig wird. Ja, und sie hier im Elfenfußbad, im Wasserglas. Wie süß, oder? Stell dir mal vor, so du gehst in den Garten, stellst dann da schon mal dein Wasser hin und dein Buch und gehst noch mal rein, weil du dir noch ein Kissen holen willst zum Draufsetzen, kommst du wieder und dann sitzt da so eine kleine Elfe in deinem Glas und badet. Ich täte mich ja kaputt lachen. Und sie hier in dem Glassturz. Sie guckt ja nicht so glücklich, aber man darf Elfen ja auch nicht einsperren. Das ist ja nicht erlaubt. Da sind die ja super unglücklich. Elfen brauchen Freiheit. Nochmal schön viel Platz zum Schreiben.
ging es dann selber gestalten. Das sind dann einfach Sticker. Ich habe Unmengen von Stickern aus allen Ecken gezogen, als ich mein Bastelzimmer umgeräumt habe. Und bin also jetzt auch dabei, habe die einmal sortiert und bin dabei, die dann einfach auch mal einzusetzen, weil ich finde, ich habe so viel Material, ich muss das einfach auch mal ein bisschen verbrauchen. Ja, dann mit der schönen Schmetterlingsschablone. Und natürlich, wo die Elfen sind, da sind auch die Einhörner. Und darum darf natürlich eine solche Karte nicht fehlen. Eine schöne Pop-up. Es ist ja ein Pegasus-Einhorn. Hat ja auch noch Flügeln. Ne, normale Einhörner haben ja eigentlich gar keine. So ein Zwischending. So ein Mischling. Ein Pegasus-Einhorn-Mischling. Und da ich selber das mit diesem Pop-up nicht so habe, bin also absolut nicht in der Lage, sowas selber zu gestalten, muss die Karte herhalten. Und die kann man natürlich rausnehmen. Und hier steht dann auch wieder mein Spruch, der immer in meinen Journal oder fast immer in meinen Journal hinten drin steht. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Oscar Wilde. Aber wir haben Ostern. Es ist Sonntag heute. Das Journal ist jetzt fertig. Und ich hoffe, dass ihr gleich alle unterwegs seid und schön Ostereier sammeln geht. Und ganz viel Spaß habt mit euren Familien. Und dass euch was Leckeres kocht und es euch so richtig gemütlich macht. Oder halt eben so wie wir. Wir haben also Ostern so ein bisschen ausfallen lassen, würde ich mal sagen. Wir haben gesagt, so, wir wollen einfach gar nichts. Wir wollen unsere Ruhe haben und hier rumwurschteln und unser Ding so jeder für sich machen. Und das heißt für mich, ich werde irrsinnig viel Zeit in meinem Bastelzimmer verbringen und werde rumwurschteln und ausprobieren und malen und Schweinerei machen und richtig viel Spaß haben und mich einfach freuen, dass ich mich gar nicht mit Ostern befassen muss. Und ich wünsche aber allen, die richtig Lust auf Ostern haben und auf Eiersuche und auf Familienfest und so richtig, ne, sich mit allen Menschen zu treffen, denen wünsche ich ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Freude. Passt gut auf euch auf, seid nett zueinander und wenn ihr Zeit dazu habt, geht und bastelt euch glücklich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.